Das Spiel wird wilder. Ja. Ja, schön durch wieder gut. Ball kommt ins Zentrum, der ist frei und der Ball ist drin. Da ist er drin. Für Dai. 1-0 HSV. Ja, da lässt er sich nicht zweimal bitten. Ball kommt ins Zentrum, legt den sich mit rechts vor, mit links, schweißt er den links im Eck ein. Da ist auch Yannick Burkhardt geschlagen. Und direkt melden sich die Fans von St. Pauli. Sofort die Reaktion von St. Pauli. Ja! Ball über die Außen, fast das identische Tor, nur dass da der Stürmer jetzt an den Ball kommt. Bleiben sie auf der Seite, Ball geklärt und. Oh, und das kann jetzt wieder 2 gegen 2 werden. Ja, der ist nicht unten. Im Abseits. Muss er machen, muss er mit machen. Mit Wally gegen Tietjen! Der ist drin! Wahnsinn! Der Bezirksligist führt 2-1. Läuft auf Tietje zu und. Versenkt den dann eiskalt. Ja. Und plötzlich fängt an, St. Pauli zu kombinieren. Also überragend gespielt. Ist überragend gespielt. Ball kommt ins Zentrum, aber ja. Jetzt werden die Räume noch größer. Der lange Ball auf die linke Seite zu Engelmann. Kommt der Ball an? Ja, kommt er. Ja, auf rechts. Der schießt! Oh! Ein Riesentor! Alter Falter! Fedai! Meine Fresse, du! Der schweißt das Ding da mal eben in den Giebel rein. Da. Nimmt sich die Zeit und dann ist der Mann des Spiels bisher, Yannick Burkhardt, geschlagen, da kann er nichts machen. Da hättest du auch sonst wen ins Tor stellen können. Keine Chance. Aber das lösen sie jetzt einfach. Und Tietjen macht das gut. Ja. Guter Ball. Exzellenter Ball. Oh! Da ist er drin! Stefanie Krug dreht das Spiel für den HSV. Aber exzellent rausgespielt. Exzellentes Mannschaftstor. Der Ball auf Jansen und der legt den ab und Sefa Nico schließt den dann ins lange linke Eck ab. Ja gut. Und der Torhüter, Arne, der kommt mit nach vorne. Aber er schlägt den Ball selbst. Ja, aber du hast ja schon gesagt, ne? Der Mann hat ja einen begnadeten Fuß. Also wenn du jetzt noch schön reinstellst. Also direkt macht er, glaube ich, nicht. Nein. Es gibt so ein Tor von Cristiano Ronaldo gegen Arsenal damals, aber ich glaube, der wird es hier nicht. Nee, der Ball kommt rein, der kommt aber auch gut rein, der Ball bleibt da. Und es ist das Tor! Es ist das Tor! Das gibt es doch gar nicht! Der Wahnsinn ist perfekt! Willst du mich verarschen? Das ist doch alles völlig unglaublich. Wer schreibt denn hier bitte schön das Skript für dieses Spiel? Jetzt. Der Ball kommt von Burkhardt an den 5-Meter-Raum. Und dann segelt der Ball ins lange Eck. Ekstase pur an der hohen Luft. Der Linksaußen der Rothosen. Ja. Timon Yannick Engelmann. Dieses Spiel entscheiden. Die Anspannung steht hier wirklich in der Luft. Ball wird angepfiffen, läuft an und ist drin! HSV gewinnt!
Der HSV! HSV gewinnt den Holstenpokal. 20-24.